Willkommen zurück zu XCOM 2, mein Name ist Latan und ich begrüße euch ganz herzlich hier zu diesem Gameplay. Wie ihr seht, wir sind hier mit unseren Grenadieren auf Mission und wir sollen hier diesen Funkturm eigentlich sneaky infiltrieren, aber wenn man genau hinschaut, Leichen pflastern unseren Weg, denn mit sneaky sneaky war nicht lang was. Sprich, wir sind aufgeflogen bei unserer verdeckten Mission. Und jetzt werden wir auch gar nicht mehr lang fackeln. Wenn uns irgendwas in die Quere kommt, dann werden wir es direkt mit unseren Jungs hier und natürlich mit Lady wegbomben. Denn viel mehr bleibt uns im Grunde auch nicht, als hier uns jetzt den Weg zu diesem Schaltpult hier zu erkämpfen. Und hier oben haben wir ein Geschütz, sehe ich gerade. Das ist sehr schön. Überlegen wir mal gleich, was wir damit machen. Jetzt werde ich erstmal mit Blue Chrome hier in die Richtung gehen. Und der hat das Geschütz auch in Blick. Haben wir denn hier noch einen Zug mit unserem Rhino? Haben wir. Das ist gut, er kann nämlich gleich dieses Geschütz mal markieren. Und ich glaube, das macht er gleich. Das ist, glaube ich, ganz vernünftig, wenn wir auf unserem Weg erstmal dieses Geschütz beiseite räumen. Okay, das heißt, als nächstes müssten wir mal nachladen, sonst wird's doof. Jetzt lassen wir mit 100% hier dieses Geschütz von Blue Chrome ausschalten. Komm, haus weg. Und kritisch getroffen, sehr gut. Da haben wir schon mal eine Bedrohung weniger. Jetzt sollten wir mal mit Lady hier nach vorne und auf Feuerschutz gehen. Rundendruck haben wir keinen, glücklicherweise. Na los, zeigt euch. Jetzt laden wir mal nach hier. Wunderbar. Bereit für den Angriff. Und bei Blue Chrome machen wir das gleiche. Nachladen. Okay, muss Lady nachladen, die muss nicht nachladen. Ich glaube, ich werde aber mit ihr hier auf Feuerschutz bleiben. Bevor wir hier als nächstes nach vorne rücken. Bin dabei. Bin dabei. Okay, sehr gut. Zwei Mutons. Okay, ein Muton. Und ein Archon. Alles klar. Viel machen sie aber nicht, die Jungs. Okay. Die haben vielleicht nachgedacht. Keine Ahnung. Gut, die stehen gar nicht so schlecht, denn ich habe vor, eine Bombe reinzuhauen. Also sprich eine Granate. Hat Lady. Lady hat noch. Oder wisst ihr was? Erwischen wir die beiden. Na, da erwischen wir. Ne, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wir hauen hier eine nette kleine Granate rein. Treffen wir die denn auch wirklich? Nicht, dass wir die Granate hier verpulvern. Das wäre. Ich glaube ja. Oh ja. Sehr gut. Der Muton hat noch 2 Lebenspunkte. Machen wir das. 85. Wir warten mal. Wir lassen mal Rhino markieren. Ich glaube,
er sollte mal den Archon markieren. Im Zweifel können wir Blue Chrom dann immer noch eine Granate drauf schmeißen lassen, wenn es nicht läuft. Na, es ging daneben, aber er ist markiert. Dann werden wir jetzt unsere... Die Munition wird knapp. Unsere Lady nehmen. 82%. Wartet mal. Ne, die stehen... Ne, die stehen zu weit auseinander. Ne, ich glaube, ich hätte ganz gern hier... den Archon. Jawohl, das machen wir so. Okay, der hat kassiert. Nicht ganz so viel, wie ich gehofft habe, aber... Ich glaube, ein Stück habe ich erwischt. Ja, ein Stückchen eher. Dann muss halt nochmal Blue Chrom ran mit einer Granate. Na, der kann nicht von hier aus. Ey, das ist nicht so gut. Dann müssen wir ihn eine neue Position beziehen lassen, wo er seine Granate vernünftig absetzen kann. Ah, dann lauf mal hier vor. Ich denke mal, von hier aus müsste das gehen. Na komm. Was ist los? So, jetzt. Wird schon nicht passieren. Das hoffe ich auch. Und jetzt? Na. Gut. Hier, fang! Oh, Mr. Archon lebt noch. Das ist nicht sonderlich cool. Auf die Flanken achten, sie bewegen sich. Vor allem, wir haben keinen Medic dabei, ne? Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Okay, 6 Schaden, das sie geht noch. Von der Seite. Ja, aber nicht lang, Lady, nicht lang. Die kommen nicht lang von der Seite. Dann probier mal dein Glück, hauen weg. Als kleine Racheaktion. Gut. Erledigt. Oh, und da liegt was. Da drüben ist etwas. Sehr schön. Illyrium-Kern, das ist natürlich ein Traum. Ich habe hier was Nettes. Ja, so sehe ich das auch. Du hast hier was Nettes. Okay, ich würde sagen, wir lassen nochmal eine Runde nachladen und bleiben hier an der Position. Rino ziehen wir... Nee, wir lassen Rino hier nachladen und dann auf Feuerschutz gehen. Und dann wagen wir uns da vor ins Gebäude. Denn irgendwie glaube ich, dass das noch nicht alles war. Sehr viel... Ah, okay. Geht schon direkt weiter. Sehr viel Granaten und Kram haben wir nicht mehr. Das heißt, jetzt müssen wir so langsam zu Potte kommen. Sonst... Was ist los, Lady? Lauf doch dahin. Komm. Nähere mich der Zielposition. Sonst wird's echt blöde. Scanne Gebiet. Ja, scan mal. Das ist gut. Verstanden. Rück ab. Okay. Scanne Gebiet. Und Blue Chrom... Lassen wir mal hier nach vorne okay, pushen. Ich gehe. Und auf Feuerschutz. Gebe Feuerschutz. Boah, das flutscht anscheinend. Haben wir gerade keine Gegner in der Nähe. Oder die stehen nur rum und halten Wache oder so. Okay, hier scheint nichts zu sein. Schicken wir mal Lady rein. Na komm, Lady. Was ist los? Heute zicken sie ein bisschen rum hier, die Einheiten. Drehen wir mal ein bisschen die Map. Vielleicht geht's dann. Jetzt geht's. Okay, Feuerschutz. Bin dabei. Und...
Nee, das machen wir nicht. Ich wollte jetzt Blutkrom so nach vorne reinschicken hier. Ohne Deckung, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich erwarte, dass immer noch irgendwo Einheiten stehen. Und wir sind nur zu dritt, das heißt, wir haben nicht viel. Bestätigt, Überwachung läuft. Psst, habt ihr das gehört? Ah ja. Okay. Naja, wir sind nur zu dritt, wollte ich sagen. Und da kann es halt gut sein, dass wir eventuell überrascht werden. Verstanden, bin unterwegs. Und wenn man dann nur mit drei Leuten in Feuerschutz ist, dann kann das böse enden. Ja. Bestätigt, Rücke aus! Okay. Minus 1,5, Ziel in Reichweite. Hacken Sie jetzt die Kommandokonsole. Mache ich dann in der nächsten Runde. Bestätigt, Überwachung läuft. Wird schon nichts passieren. Na, schauen wir mal. Biete Feuerschutz. Achtung, da bewegt sich was. Wir werden nicht Lady reinschicken. Wir werden Rino reinschicken. Denn der ist noch bei voller Gesundheit. Roger. Okay, dann mach mal. Einen Blick ist es wert. Gut, was haben wir hier? 100%. Das ist klar und reduziert den. Okay, was haben wir hier? Ja, das ist eigentlich egal, weil wir werden wahrscheinlich keine Kontakte mehr herstellen können. Denn wir sind ja gerade dabei, den Endschlag oder das Finale von XCOM 2 einzuläuten. Und es hieß ja, es gibt kein Zurück mehr. Von daher, die düsteren Ereignisse ist eigentlich auch egal, weil es wird keine düsteren Ereignisse danach mehr geben. Aber wir nehmen mal das mit 8%. Ist unwahrscheinlich, dass wir es bekommen. Aber spielt auch keine Rolle. Gut. Wir haben den Turm gehackt. Wir sind durch. Status bestätigt. Wir haben die Kontrolle über den Netzwerkturm. Das Signal wird gesendet. Coole Sache, aber wir müssen nicht mehr flüchten. Ich habe gedacht, wir müssten eventuell noch zu einem Abholpunkt. Jetzt schauen wir mal, wie das hier weitergeht. Gesichert, Sir. Nur geringer Widerstand. Gut gemacht, Doktor. Ja, es scheint, als würde der Resonanzimpuls den gewünschten Effekt erzielen. Shan, Status. Hat's geklappt. Edwin verspricht uns, diesen Durchbruch sofort allen Bürgern zugänglich zu machen. Vom Redner erfahren wir nun mehr. Verehrte Bürger, seit 20 Jahren vertrauen wir nun auf Advent. Auf die Ältesten. Weil wir an die Möglichkeit einer besseren Zukunft geglaubt haben. Für alle. Heute wird dieses Vertrauen endlich belohnt. Advent-Friedenstruppen reisen mit dem größten Geschenk der Ältesten um die ganze Welt. Eine revolutionäre Gentherapie, aber noch viel mehr. Das Ende von Krankheiten, von Schwäche, von Schmerz. Der Beginn einer neuen Zukunft für uns alle. Ab heute. Wahre Menschlichkeit findet endlich ihren Platz im Universum. So, da ist es raus. Die Wahrheit. Ich hoffe mal, dass Lady nicht zu stark verletzt ist. Ich hätte erwartet, dass unsere neuen Rekruten noch schwer verwundet müssen, aber sie waren hervorragend, Commander. Das ist nicht so gut. Zweimal Illyrium-Kern, das ist hervorragend. Jetzt hoffe ich, dass es nicht. Ah, super. Super. Aktuell ging.
Gut, Projekt. Ah, wartet mal. Bevor wir hier jetzt gleich in wilden Aktionismus ausbrechen, gucken wir erstmal, wie lang Lady denn überhaupt außer Gefecht gesetzt ist. Na, wir haben noch eine Forschung. Ich erwarte Ihre Befehle, Commander. Neue Forschung. Ja, mach das mal. Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Und? Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. Soldaten anzeigen. 8 Tage ist Lady außer Gefecht. Okay, ich werde jetzt Folgendes tun. Ich werde offscreen unsere Truppe ausrüsten. Vielleicht gibt es ja noch das ein oder andere, was ich den Leuten anlegen kann. Und beim nächsten Mal gucken wir dann weiter, denn ich denke mal, die Situation wird sich jetzt weiter zuspitzen und es kommt bald zum Finale. Und dann bis zum nächsten Mal. Und dann könnt ihr mir natürlich wie immer gern ein Däumchen hinterlassen, in die Kommentare schreiben, meinen Channel abonnieren, um keine Folge mehr von XCOM 2 zu verpassen. Und damit wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer Latan.